heute ein ganz besonders schöner Anlass, nämlich ein Baumpflanzprogramm der Gemeinde Schäftlarn. Worum geht es dabei? Dabei geht es natürlich einmal was fürs Klima zu tun. Bäume helfen, das CO2 zu speichern und rauszubringen eben aus der Atmosphäre. Das andere ist, dass Bäume einfach was Schönes sind. Ich freue mich, dass ich hier mit Baumpate sein darf, zusammen mit dem Bürgermeister Christian Fürst. Wir haben eine ganze Reihe von Baumpaten mit Hand angelegt und wir haben Bäume gepflanzt. Ran an den Spaten heißt es auf dem gesamten Gemeindegebiet. Ganz Schäftlarn soll noch schöner und klimafreundlicher werden. Starten wir im Herzen von Hohenschäftlarn. Zwischen Bundesstraße und S-Bahnhof beginnt das große Anpflanzen. Das ist heute der Tag des Baumes, der natürlich Corona-bedingt im kleinen Rahmen stattfinden kann. Insgesamt wurden für den Tag des Baumes 8 Bäume gepflanzt. Und hier vor Ort pflanzen wir heute eine Linde, die im Hintergrund. Diese Linde ist eine Spende unseres Bundestagsabgeordneten Florian Hahn und mir, meiner Wenigkeit. Wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Des Weiteren haben wir hier noch auf dem Platz links von mir eine Eberesche, die spendet die Frau Rümer. Frau Rümer ist die Frau vom Altbürgermeister Erich Rümer, der sich mit dem Isartalverein seit jeher um die landschaftlichen Schönheiten des Isartals kümmert. Hier in der Gemeinde Schäftlarn trifft Umweltschutz auf Tradition. Die perfekte Kombi für Florian Hahn, dem Wahlkreisabgeordneten. Und auch Christian Fürst blüht förmlich auf. Der CSU-Bürgermeister freut sich über die gemeinsam mit Bürgern und dem Gemeinderat entwickelte Aktion. Wir werden jetzt noch nach Ebenhausen fahren, da gibt es auch noch einen gespendeten Baum, eine Eiche, die von unserem Ortsverband der Grünen in Schäftlarn gespendet wird. Die ganze Szene ist als Aktion zur Ortsverschönerung und natürlich auch als Beitrag für den Umweltschutz. Das ist nur ein kleiner Beitrag, aber es sind kleine Schritte, die auch schon viel beitragen zu dem Ganzen. Und wir wollen das ja jährlich durchführen. Wir haben für nächstes Jahr auch schon wieder Ideen, das fortzuführen. Dankeschön. Und diese Eiche hat es in sich. Sie soll sinnbildlich für ein umweltgeschichtliches Schäftlarner Schmankerl stehen. 1828, hier in Ebenhausen, wurde er verehrt und auf ihn angestoßen. Karl von Linné. Bürgerlich Karl Linnaeus. Der Naturforscher ist bis heute wegweisend für botanische Klassifizierung. In der Allgemeinen Zeitung vom Januar 1869, und das entdeckte der Schäftlarner Adrian Danek, stand geschrieben: Ein wirkliches Studentenfest war lange Jahre ein Ausflug zur Linnaeus-Eiche nach dem 2,5 Meilen von München entfernten Ebenhausen. Die rund 200 Jahre alte beschriebene Eiche gibt es dort zwar nicht mehr. Jetzt aber soll sie sinnbildlich wieder gedeihen und mit ihr an das Linné-Fest gedacht werden. Festlich und mit dem Verweis auf die Historie wurde sie gepflanzt. Auch Altbürgermeister und Umweltpolitiker Dr. Matthias Rudorfer war mit von der Partie. Ja, wir haben heute auch in Schäftlarn einige Bäume gepflanzt. Flo Hahn war auch dabei, das freut mich sehr. Und ich begrüße das auch im Namen des Arbeitskreis Umwelt der CSU Mühlenland, dass man hier Umweltschutz betreibt und auch Ortsverschönerung. Sind wir gespannt, was aus der Eiche nach Umweltwissenschaftler Karl von Linné bzw. Linnaeus wird. Und sind wir auch gespannt, ob ein Fest vor Ort um die Eiche auch wieder aufleben wird. Zumindest in diesem Jahr behindert Corona ein bisschen die Botanikparty. Aber auf alle Fälle hat diese Geschichte schon viel neues Leben ins Gemeindegebiet gebracht. Zumindest in Form von Bäumen. Wir haben jetzt den letzten Baum der Pflanzaktion der Gemeinde Schäftlarn gepflanzt. Und zwar hier im Ortsteil Ebenhausen. Eine Linnaeus-Eiche, weil 1828 hier in Ebenhausen eine Eiche gepflanzt worden ist, anlässlich des Linnaeus-Festes. Da haben sich viele Künstler, viele Wissenschaftler, Forscher getroffen und haben diese Eiche gepflanzt. Und das ist eine nette Geschichte und ist ein schöner Abschluss für die Baumpflanzaktion hier in Schäftlarn-Ebenhausen.